Ja, und wir schalten jetzt direkt nochmal nach Meseberg. Annalena Baerbock hält dort gerade ein ganz kurzes Pressestatement. Wir hören rein. Da spüren die Menschen tagtäglich, sondern was ganz Konkretes. Nämlich der menschliche Wunsch, dass wir alle und vor allen Dingen unsere Kinder auch in Zukunft in Freiheit und in Frieden noch leben können. Und dass wir in diese Sicherheit aber gemeinsam investieren müssen. Und daher schreiben wir als Bundesregierung erstmalig eine nationale Sicherheitsstrategie, die eben mehr ist als Militär plus Diplomatie, weil wir die Sicherheit unseres Landes, die Sicherheit unseres gemeinsamen Europas eben nicht nur durch den brutalen russischen Angriffskrieg sehen dürfen, auch wenn von diesem Russland derzeit die größte Gefahr auch für unsere Freiheit und unseren Frieden ausgeht. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Sicherheit weit mehr ist, dass Sicherheit auch die Frage stellen muss, wo kommen eigentlich unsere Medikamente her, wo kaufen wir unser Gas ein, wer schützt uns in Fällen von Naturkatastrophen und wer investiert in die Stromnetze. Und um Sicherheit in all diesen Bereichen wirklich zu denken, müssen wir auch als Politik bereit sein, Sicherheit größer zu fassen und deswegen eine Sicherheitsstrategie zu schreiben, die alle Ressorts mitdenkt und die alle Politikbereiche umfasst. Und als Politik Sicherheit neu zu denken, bedeutet für uns die Sicherheit des eigenen Lebens vor Gewalt und Krieg zu schützen, die Sicherheit unserer Freiheit, also der Schutz unserer Demokratie und unserer freiheitlichen Grundrechte und der Sicherheit unserer Lebensgrundlagen, also Umwelt und Ressourcen. Und dafür haben wir heute den großen gemeinsamen Aufschlag gemacht und werden die nächsten Monate weiter daran gemeinsam intensiv arbeiten. Intensiv in diesem Kabinett, in allen Ressorts, aber intensiv auch mit unseren europäischen und internationalen Partnern. Ganz wichtig, dass wir diese nationale Sicherheitsstrategie ganzheitlich angehen, dass wir sie ressortübergreifend angehen und dass wir sie auch ebenenübergreifend angehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir berücksichtigen werden, denn wir erleben, dass gerade auch der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch andere Auswirkungen noch auf unsere Sicherheit hat. Wir erleben, dass wir Angriffe haben in Bezug auf die Energieversorgung, dass die Lebensmittelsicherheit auch in anderen Regionen dieser Welt dadurch in Frage gestellt wird. Das alles zeigt, dass wir ressortübergreifend denken und dann auch handeln müssen. Es zeigt aber auch, dass wir bereit sein müssen für unsere Sicherheit, für unsere Werte, für die Demokratie auch bereit sein müssen, dann mit militärischen Mitteln einzustehen, diese so zu verteidigen und dafür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Das wird ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt dieser nationalen Sicherheitsstrategie sein. Da müssen wir gut aufgestellt sein, da müssen wir auch vor allen Dingen abgestimmt sein mit unseren europäischen Partnern. Das wird ein Schwerpunkt sein, die Interoperabilität sicherzustellen. Das ist etwas, was wir gerade jetzt erleben, wie schwierig es eben ist, wenn so viele Partner unterschiedliche Systeme haben, gerade Waffensysteme, diese nicht interoperabel sind, wie wir da besser vorankommen. Auch das muss ein Gegenstand dieser nationalen Sicherheitsstrategie sein, denn nur dann können wir gewährleisten, das, was uns leider allen schmerzhaft ins Bewusstsein gebracht wurde durch diesen Krieg, durch diese Aggression, dass wir auch bereit sein müssen und in der Lage sein müssen, unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unsere Werte verteidigen zu können und dafür auch entsprechend einzustehen. Und wie wir das genau auch buchstabieren, das wird die Aufgabe der nächsten Wochen sein, ganz konkret in dieser Strategie auch niederzulegen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben, heute den Startschuss auch dafür gegeben haben, eine nationale Sicherheitsstrategie aufzustellen und eben auch aufzuzeigen, wie sehr die innere und die äußere Sicherheit zusammengehören, wie sehr dieser Sicherheitsbegriff ein integrierter ist über alle Ressorts hinweg, aber vor allen Dingen auch im internationalen Gefüge und was alles für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dazu gehört. Nämlich, sie wollen eine gute Versorgungslage im eigenen Land, sie wollen aber auch in einer Weltengemeinschaft leben, in der sie Sicherheit spüren. Und all das ist für uns Anlass, diese Sicherheitsstrategie aufzustellen und natürlich vor dem Hintergrund der Zeitenwende durch den furchtbaren Angriffskrieg Putins in der Ukraine nochmal von ganz besonderer Bedeutung. Der Staat ist derjenige, der für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger da ist, gerade im Inland
Und uns geht es auch dieser Tage insbesondere um die Verteidigung unserer demokratischen Grundordnung. Und dafür müssen wir auch das Erforderliche tun, auch hinsichtlich neuer Bedrohungslagen. Und da möchte ich die Cybersicherheit nochmal nennen, die gerade durch den furchtbaren Angriffskrieg nochmal an eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und ich denke, es ist mehr als angemessen, dass wir uns darum kümmern, aktuell aufgestellt zu sein und die notwendigen Abwehrmechanismen auch zu haben. Vielen Dank. In der Hoffnung, dass das Wetter hält, nehmen wir noch zwei Fragen. Einmal Herr Fischer. Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an Ministerin Lambrecht zum Thema Waffenlieferungen in die Ukraine. Es gibt ja Forderungen, noch stärker an die Bestände der Bundeswehr heranzugehen. Sehen Sie da noch Spielraum oder sind da die Kapazitäten ausgereizt inzwischen? Und gestern ist ja ein weiterer Ringtausch verkündet worden mit Tschechien. Es stehen jetzt aber noch Verhandlungen aus mit Griechenland und auch mit Polen. Wie ist da der Stand? Wird es einen Ringtausch mit Griechenland geben? Und mit Polen sind die Verhandlungen ja besonders schwierig gelaufen. Sind die inzwischen gescheitert oder wird da auch noch weiter verhandelt? Bei der Unterstützung an die Ukraine gehen wir unterschiedliche Wege. Da geben wir zum einen aus Beständen der Bundeswehr ab und unterstützen da direkt. Das ist beispielsweise geschehen durch die Panzerhaubitze 2000, aber auch durch den Mehrfachraketenwerfer Mars. Kombiniert immer auch, und das ist uns wichtig, mit der entsprechenden adäquaten Ausbildung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an diesen Waffensystemen. Aber ich muss zugeben, als Verteidigungsministerin, da bin ich ganz klar, kommen wir an die Grenzen dessen, was wir aus der Bundeswehr abgeben können, denn wir sind verpflichtet, und diese Verpflichtung nehme ich auch sehr ernst, die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können. Und deswegen werde ich auch sehr genau darauf achten, dass die Bundeswehr ein verlässlicher Partner auch insbesondere gegenüber unseren NATO-Partnern ist, die da auf uns setzen und auch eine nachvollziehbare Erwartungshaltung haben. Wir gehen aber auch den Weg aus der Industrie, dass wir abgeben. Und auch der Ringtausch ist ein ganz wichtiges Mittel, dass eben Länder abgeben, die Systeme haben sowjetischer Bauart, an denen dann auch sofort gekämpft werden kann, ohne dass intensiv ausgebildet werden muss. Es ist jetzt gelungen, mit einigen Ländern das auch auf den Weg zu bringen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das auch mit Griechenland in der nächsten Zeit vereinbaren können. Und gegenüber Polen haben wir Angebote gemacht aus den Beständen, die wir haben, also die bei der Industrie sind. Und darüber können wir auch jederzeit wieder reden. Es ist ganz wichtig, dass wir aufzeigen, dass wir da, wo Länder abgeben oder auch abgegeben haben, wir unterstützen dabei, diese Lücken, die entstanden sind, dann aufzufüllen. Danke. Eine Frage an Frau Baerbock. Die Außenminister der EU unterhalten sich ja über einen Visabann für russische Touristen oder weitere Gruppen aus Russland. Können Sie noch mal die Haltung angesichts der doch sehr vehementen Kritik, die aus Osteuropa kommt, und Skandinavien an dieser deutschen und deutsch-französischen Position erläutern? Halten Sie daran fest? Und Frau Lambrecht, der Bundeskanzler hat gestern ein Luftverteidigungssystem für zumindest Nordeuropa angeboten, zusammen mit den Partnern. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber schon im Austausch stehen und ob es da Interesse anderer Länder gibt. Danke. Ja, es findet in Prag gerade das informelle Außenministerin-Treffen statt, weswegen ich auch diese Klausur etwas früher verlassen werde, weil da die Frage des brutalen russischen Angriffskriegs natürlich eine zentrale Rolle spielt und wir auch von deutscher Seite aus dem Außenministerium einen Puls dazu gegeben haben, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass dieses Russland in nächster Zeit weiterhin auch für unsere Sicherheit und unsere Freiheit eine Gefahr bedeuten wird und wir zugleich eben nicht die ganze Sicherheitspolitik nur durch diesen russischen Angriffskrieg sehen können. Und dazu zählt dann auch die Frage von Visa für russische Staatsangehörige. Und mir ist wichtig, und das habe ich im Vorfeld deutlich gemacht, auch mit einem Vorschlag, den ich mit nach Prag bringen werde, dass wir es uns nicht zu einfach machen. Dass wir nicht nur die Frage dieses russischen Angriffskriegs und die Auswirkungen aus unserer eigenen nationalen Brille sehen, sondern immer auch aus der Brille von anderen. Es ist eine komplett andere Situation für baltische Staaten, wenn sie relativ große russische Minderheiten in ihren Ländern haben, mit einer direkten Grenze zu Russland, wenn weiterhin zahlreiche Visa ausgestellt werden, als ein Land wie zum Beispiel unseres, was eben keine direkte Grenze hat. Andere Situation ist es für Länder, die Hauptziel von Sommerreisen, gerade auch für russische Staatsbürger sind, die eine sehr, sehr große Nähe zum russischen Regime haben. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzubringen, das
ist mir zentral wichtig, dass wir eine gemeinsame europäische Lösung finden. Und ich glaube, wir sind da als Deutschland nicht nur geografisch ziemlich in der Mitte, sondern wir sind auch bei unserem Ansatz ziemlich in der Mitte zwischen denjenigen, die sagen, es darf gar keine Visa mehr geben, und denjenigen sagen, wir machen einfach weiter wie bisher, als wäre in den letzten 6 Monaten nichts passiert. Und mein Vorschlag, und ich glaube, das kann eine ganz gute Brücke sein, ist deutlich zu machen, dass wir bei dem Abkommen über Visaerleichterung, dass wir das aussetzen, dass wir so zudem mit Blick auf mehrfach Visa bzw. mehrere Jahre Visa, dass wir das nicht mehr ausstellen, dass wir ermöglichen, dass Länder, die besonders betroffen sind, eine Möglichkeit haben, dass sie eben noch mal sehr genau prüfen, wofür diese Visa ausgeteilt werden und vor allen Dingen, welche Nähe auch zum Regime da ist. Aber mir ist wichtig, dem Bundeskanzler ist wichtig, dieser Bundesregierung ist wichtig, dass was uns auch ermöglicht hat, sehr schnell verfolgten Menschen in Russland eine Rausreise zu ermöglichen, dass wir das uns nicht nehmen, weil wir gerade die Zivilgesellschaft, die vor 6 Monaten den Mut hatte, aufzustehen und die jetzt diesen Mut hat, vielleicht aus dem Ausland heraus Informationen nach Russland wieder zur Verfügung zu stellen, dass wir die jetzt nicht bestrafen oder die Möglichkeit nehmen. Und da geht es eben nicht nur um sehr bekannte Journalistinnen oder sehr bekannte Oppositionelle, sondern wir müssen die Möglichkeit auch lassen für Studierende, die an ihrer Uni den Mut haben, sich anderweitig zu informieren. Und ich glaube, dass wir in Prag eine gute Lösung finden können, die sowohl den berechtigten Anliegen unserer baltischen Nachbarn, die direkt an der russischen Grenze liegen und zu Recht große, große Sorgen haben, und zugleich unserer oder der Sichtweise von anderen gerecht wird, dass wir jetzt nicht diejenigen, die noch den Mut aufbringen, gegen dieses Regime aufzustehen, dass wir die dafür bestrafen. Die Luftverteidigung ist für uns in Deutschland wichtig, aber genauso auch für unsere europäischen Partner, für unsere Alliierten. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir gerade auch hierbei zusammenarbeiten. Wir machen das beispielsweise schon längst, indem wir die Slowakei unterstützen. Sie hat ihr Luftverteidigungssystem abgegeben an die Ukraine, und wir als Deutschland unterstützen jetzt zusammen mit den Niederlanden, mit Patriots und auch mit Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind, diese Luftverteidigung zu gewährleisten. Und das müssen wir noch intensivieren, denn das ist die Riesenchance, die wir jetzt zusammen haben. Und wir werden da sicherlich diejenigen sein, die auch vorangehen, auch im Gespräch mit unseren Partnern, um das sicherzustellen, dass nicht nur wir sicher sind, sondern auch die europäischen Nachbarländer, unsere Verbündeten, sich darauf verlassen können, dass wir in der Luftverteidigung gut aufgestellt sind. Das ist die Aufgabe der nächsten Tage und Wochen. Ich danke sehr herzlich. Vielen Dank. Wiedersehen. Danke. Dankeschön.